Grüß dich, mein Lieben. Guten Morgen. Guten Morgen zu dieser ungewöhnlichen Stunde, 11 Uhr. Heute 19 Uhr wird es einen Truck Talk geben, also alles wie geplant. Aber die Ereignisse überschlagen sich und ich möchte erstmal, bevor ich jetzt hier loslege, erstmal alle begrüßen, die mit mir im Stream sind. Das ist Annette, Markus, Tvero, Sukram, Molotov. Grüße euch und bevor wir loslegen, haut doch mal in den Chat rein, wer alles schon da ist und ja, wie wir das Ganze hier angehen. Also, es gibt große Neuigkeiten aus Bali, aber bevor ich hier loslege, schreibt doch erstmal in den Chat rein, wer schon da ist. Arno, grüß dich. Hallo. Genau. Und ja, 11 Uhr wollte ich live gehen. Es sind aber schon ein paar Leute da. Darum jetzt. Was ist passiert? Moin. Kotzklotz, grüß dich. Genau. Wir sammeln uns erstmal hier. Trudi, grüß dich. Bevor wir loslegen. Also, dieser Stream ist natürlich wie alle anderen Streams mit 10 Jahre Haft in Bali. Na bitte, geht doch schon. Auch ein Spendenstream. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Seit langen Monaten gab es keine Bali-Streams. Woran das lag, wisst ihr. Ich komme gleich dazu. Natürlich, ich habe das Spendenglas aufgestellt. Ihr seht es schon. Werden wir heute für Siggi und Patrick sammeln. Denn es ist soweit. Ich glaube, just in diesem Moment oder auch schon etwas vorher sind Patrick und Siggi gemeinsam aus Bangli in Bali entlassen worden. Das ist der Wahnsinn. Und ja, das muss man einfach so sagen, das ist der Wahnsinn. Siggi und Patrick, Patrick Naumann und Siggi, zwei Deutsche, in Bali inhaftiert. Ich habe mit beiden mehrfach gestreamt über die letzten 3 Jahre. Beide waren erst im Kropukan-Gefängnis inhaftiert und sind dann nach Bangli gekommen. Bangli habe ich ja auch besucht vor 2 Jahren. Bin jetzt im Juli auch wieder in Bali und gehe stark davon aus, dass ich Siggi und Patrick treffen werde. Genau, ihr seht jetzt schon, jetzt kommen die ersten Spenden rein, also vielen Dank an Tvero, vielen Dank an Markus und ich hoffe, es kommen jetzt auch noch ein paar andere Leute hier in den Chat, die uns ein bisschen berichten können, wie vielleicht gerade die Situation ist. Also Patrick Naumann hatte ja jetzt, ich kann mal den Link reinposten, hatte ja jetzt auch in der Bild-Zeitung einen Artikel, ich suche den gleich mal raus, poste ich mal hier rein. Also wie gesagt, Patrick ist da natürlich auch, wie soll ich sagen, aktiver gewesen in den Medien, um über sein Schicksal aufmerksam zu machen. Siggi war da etwas zurückhaltender aus Gründen. Und ja, weil er einfach auch ein anderer Typ ist. Aber wir müssen so sagen, Patrick Naumann ist ja, also Patrick ist ja vor Siggi eingefahren. Patrick Naumann hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, 2016, 17, Kokain geschmuggelt gehabt, ist da hochgenommen worden in Bali. Und Siggi ist mit, ich weiß es gerade gar nicht mehr, 5 Gramm Heroin nach Bali eingereist. Eigenbedarf und hat da 10 Jahre bekommen. Wir haben mit beiden gestreamt, mehrfach. Mit Siggi habe ich sehr oft gestreamt. Das sind, glaube ich, mit Siggi 20 Streams gewesen, bis dann vor über 1,5 Jahren sie in einer Nacht- und Nebelaktion nach Bangli verlegt worden sind, wo Kontakt eigentlich überhaupt nicht mehr möglich war. Und ich habe dann sogar Bangli besucht, wollte Siggi und Patrick besuchen, wurde nicht vorgelassen. Und damit wir ein bisschen Zeit haben, hier Geld zu sammeln und damit wir auch Zeit haben, uns hier zu sammeln und vielleicht ein paar News
noch rauszuballern, habe ich mir überlegt, schauen wir doch einfach mal in den ersten Stream mit Sigi rein vor über 3 Jahren. Vor über 3 Jahren habe ich Sigi das erste Mal interviewt und da können wir jetzt gerne mal eine Reaction dazu machen. Du kannst spenden, meine Liebe, hier im Chat kannst du spenden, du könntest spenden via PayPal. Der PayPal-Link müsste auch jetzt hier im Chat bald kommen. Also es geht ganz easy. Hier im Chat könnt ihr spenden, ihr könnt via PayPal spenden. Das wären eigentlich die... Den PayPal-Link könnte ich eigentlich gleich mal auch hier oben am Chat mal anheften. Das mache ich jetzt mal. Wartet mal. Dann brauche ich mal kurz einen Moment. Genau, den PayPal-Link, den würde ich jetzt mal oben an den Chat anheften. Da könnt ihr ganz easy über PayPal spenden. Ja, die beiden sind freigelassen worden. Jetzt in diesem Moment, so sind meine Infos, sind sie frei? Ich glaube, also wer es mehr weiß, ich denke, Olli wäre es nicht schlecht, hier mal sich zuzuschalten. Aber meines Wissens nach sind Patrick und Siggi heute freigelassen worden und sind momentan auf freiem Fuß und sind momentan auf dem Weg von Bangli nach Den Passar, um dort ja, behördliche Sachen zu erledigen, weil sie müssen ja noch beide 1, 2 Jahre in Bali bleiben, sind ja auf Bewährung draußen und ja, das ist der Stand der Dinge. Also, jetzt habe ich das oben angepinnt. Genau, oben könnt ihr den PayPal-Link sehen. Einfach draufklicken, für Siggi und Patrick spenden. Das ist der einfachste Weg. Oder hier im Chat spenden. Wer mich kennt, wer mich über die 3 Jahre verfolgt hat, weiß, dass die Spenden an Patrick und Siggi definitiv ankommen. Die beiden brauchen Kohle. Die müssen ja auch in Bali jetzt überleben. Und ich denke, wir schauen jetzt einfach mal in den ersten Stream mit Sigi und mir rein. Das weiß ich nicht. Also der Grund für die Entlassung, naja, sie haben beide dafür gekämpft und das war ja bei Patrick auch schon mehrfach in der Schwebe. Und warum jetzt beide entlassen worden sind, keine Ahnung. Warum ist beide zusammen, weiß ich nicht. Also ich hoffe wirklich sehr drauf, dass vielleicht in den nächsten Wochen sich Patrick oder Sigi bei mir melden werden und wir natürlich einen Stream machen können. Das ist ein absolutes Angebot, hätte ich richtig Bock drauf, mit Patrick oder Sigi live zu streamen aus Bali, aus dem Knast raus, also nicht aus dem Knast raus, also dann wirklich im zivilen Leben wieder. Und wäre natürlich auch der Knaller, wenn ich die dann im Juli sehen könnte. Aber wir schauen jetzt einfach mal in den ersten Stream mit Sigi und mir rein, vor über 3 Jahren. Let's go. Check, check, check. Yo. Hallihallo, liebe Leute. Siegfried, sag mal bitte was. Ja, Ja. also ich habe mich schon gemeldet und auch alle schon begrüßt, auch die noch nicht da sind. Ja, genau, ich habe das schon im Chat gesehen, dass du da schon ein bisschen was geschrieben hast. So, jetzt hoffen wir mal, dass alles technisch hinhaut. Wir sind jetzt schon live, Siegfried. Da habe ich Sigi noch Siegfried genannt. Ihr seht natürlich auch, was sich in den 3 Jahren ja getan hat. Ja, also seht euch mal dieses Qualitätsbild an. Schaut euch noch den Stream von vor über 3 Jahren an. Da hat sich qualitativ natürlich bei mir einiges auf dem Kanal getan. Jo, erstmal zur Community. Hört ihr alles? Ist alles okay? Da war ich noch übelst Schreibt aufgeregt mal, damals. Aber wir können ja schon anfangen zu quatschen, Siegfried. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt auch. ja, war ich damals Ja, auch. naja, weil es ist technisch natürlich auch eine Herausforderung hier. Ach so, ja. Und ich hoffe, das klappt alles. Siegfried, also ich begrüße dich hier auf meinem YouTube-Channel. Und ja, beschreib uns doch mal gerade, wo du gerade bist. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und wo ich gerade bin, ich bin gerade umgezogen in eine, die sagen immer Zelle und ich möchte, Zimmer und ich möchte das nicht, das sind Zellen. Ich habe jetzt eine, ja, so eine separate Zelle, Ja. wo eben nur ich bin. Das Ganze ist im Knast auf Bali.
Und jetzt könnte ich vielleicht direkt erzählen, warum ich überhaupt hier bin. Let's go, Siegfried. Wir hören dir zu. Okay. Ach genau, weil ich habe von diesem Chiara-Stream ein Stück gesehen und da hat jemand gefragt, wie man auf die Idee kommt, Drogen mitzunehmen. Ja. Das erklärt. Ist natürlich auch geil, dass gestern Chiara hier auf dem Kanal war und jetzt wir eine Siggi-Reaction machen und die beiden nach meinem Wissen momentan auf dem Weg nach Den Passar sind, freigelassen worden. Und ich würde euch bitten, spendet bitte im Stream hier für Siggi und Patrick über PayPal, über den Superchat. Ich würde mich freuen, Siggi und Patrick würden sich freuen. Ich dann vielleicht noch gleich. Okay, das war nicht das erste Mal, dass ich in Urlaub gefahren bin. Ich bin sehr oft in Urlaub gefahren. Und in der Zeit, in der ich Drogen genommen habe, hatte ich auch immer was dabei. Das heißt, ich hatte so eine Art verblendete Experience. Ich dachte, die kontrollieren mich nicht. Mhm. Und ich bin auch zu alt für Drogen. Mhm. Und es war ja, also ich glaube, sehr viele Menschen kennen die Geschichte von Bali 9. Die neuen Australier, die Heroin schmuggeln wollten und dann teilweise getötet und teilweise lebenslänglich und diese Sachen. Das ist aber zu einer Zeit passiert, als ich absolut clean war. Da hat mich auch so eine Nachricht nicht interessiert. Deswegen habe ich das auch gar nicht mitbekommen. Ich habe zwar ab und zu mal gehört, ja, in dieser Gegend schlimme Gesetze und so weiter, aber ich habe mich halt auf mein Altsein verlassen. Mhm. Wow, Jenny, vielen Dank für deine Spende. Ich meine, das ist die größte Spende, die hier auf dem Kanal je reingekommen ist. Jenny, vielen Dank. 100 Euro für Siggi und Patrick. Das ist der Hammer. Und ich bin auch ganz gerührt. Ich meine, ich muss echt sagen, die beiden oder gerade Siggi habe ich seit fast 4 Jahren verfolgt. Ja, also seit 4 Jahren bin ich in der Story drin und ich finde es ganz stark, Jenny, dass du jetzt hier spendest für die beiden. Ich denke, die beiden haben es wirklich nötig. Also Jenny, Props gehen raus. Danke auch im Namen von Patrick und Siggi. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Bitte? Wie alt bist du denn jetzt? Jetzt bin ich 58. 58, okay. Mhm. Und ja, meine Freundin hatte eigentlich den Wunsch, Bali endlich mal zu sehen. Ich dachte, okay, also das ist jetzt eigentlich gerade nicht so gut, aber es geht sowieso, wenn, dann nur was mitnehmen. Und deswegen habe ich mich auch nicht so sehr mit dem Ziel befasst. Ich habe halt meine Sachen eingepackt, die ich so für nötig hielt, damit der Körper stillhält. Und auch eine ziemliche Auswahl an verschiedenen Dingen. Und ja, dann sind wir losgeflogen. Am Flughafen fing es schon an, meine Bankkarte ging nicht. Das heißt, ich werde in Bali landen ohne Geld. Wir sind gelandet und alles war schon ganz anders als normal. Wir warten sonst immer auf die Koffer und gehen zusammen. Aber ihr Koffer war schon längst da, meiner nicht. Also ging sie raus. Ich habe den Koffer geholt, erst nochmal zur Toilette und eine Nase genommen. In Bali auf dem Flughafen eine Nase genommen. Ja, das habe ich überall gemacht. Heroin, darum geht's jetzt. Du musst den Leuten mal erklären. Ja, genau. Okay. Genau, man muss natürlich feststellen, dass Siggi Heroinkonsument war und natürlich in Urlaub geflogen ist und als Opioid- oder Heroinkonsument nimmst du sicherlich da einfach auch was mit zum Eigenbedarf, um eben nicht entzügig zu werden. Also du hast eigentlich keine Wahl. Ja? Also man muss wirklich sagen, Siggi als Konsument mit Eigenbedarf, ohne das verchecken zu wollen, ohne das an fremde Leute geben zu wollen, für sich genommen und um nicht entzügig zu werden. Und dann ging es natürlich in die Hose. Wahnsinn. Hm. Und ja, ich fühlte mich aber trotzdem irgendwie ganz anders als sonst. Hab halt so den Unbedarften versucht zu spielen. Glaub nicht, dass das geklappt hat. Bin durch die grüne Linie gegangen und der hatte schon auf mich gewartet, hat mich gleich rübergeschickt, einmal durchgehen durch die Röntgenstrahlen und dann direkt Koffer aufmachen und auspacken und dann hat er in einer Seelenruhe das Ding da ausgepackt und
Ja, meine Freundin ist immer ein bisschen schnell. Die hatte schon ein Taxi besorgt, die war schon draußen. Dann kam sie und als ob sie von nichts wüsste, sagt sie, ja, wo bleibst du denn? Naja, und Customs Officer natürlich gleich, sie gehören zusammen, dann kommen sie mal her, machen sie den Koffer auf. Und ja gut, ich hatte letztendlich 7 Gramm Heroin, ich hatte um die 20 Gramm Diazepam, auch ungefähr so viel Rivotril und auch ungefähr so viele Morphium-Tabletten. Und ich hatte in einer so von Aldi diese Plastik-Bierflaschen, in so einer hatte ich noch flüssiges Methadon eingefüllt. Wahnsinn. Weil ich wollte einfach nicht, wie ich es schon so oft kannte, am letzten Tag dann nichts mehr haben. Ja. Und ja, dann haben sie halt so langsam alles gefunden und sie hat Flugangst. Sie nimmt überhaupt keine Drogen und ist absolut dagegen. Ja. Hatte aber Diazepam dabei wegen eben Flugangst oder was sonst noch passiert. Naja, und da war ja schon die Verbindungslinie, sie und ich, gleiches Zeug dabei. Also dann sind wir weiter untersucht worden im extra Raum, dann die ganze Nacht verhört. Und eigentlich ging es für uns die ganze Zeit nur darum, dass da irgendwie nicht der Gedanke aufkommt, wir sind zusammen jetzt ein Paar und ziehen da was durch. Und das haben wir letztendlich auch geschafft. Aber erstmal ging es also nachtlang Verhör im Flughafen, dann am nächsten Tag zur Polizei gebracht worden. Da gibt es wieder 5 Tage Verhör. Und das ist dann, jetzt weiß ich gar nicht, wie tief ich gehen soll, weil ich könnte direkt auch noch so die Schmiergeldsachen mit ein. Erzähl alles, Siegfried, ich bin ruhig. Erzähl uns, wir hören dir zu. Bitte, bitte. Okay. Also man merkte auch, ich war da auch ganz schön angegriffen, ja. Also es war für mich auch, ich meine, ich habe mich natürlich auch erst in 3 Jahren hier entwickelt, war da noch sehr unbedarft und überhaupt jetzt damals zu wissen, ich streame live mit einem Insassen aus dem Bali-Gefängnis, hat mich natürlich auch mitgenommen, ja. Und habe oft an Siggi gedacht und für mich war es ziemlich hart auch, als er dann verlegt worden ist und das fand ich schon ziemlich hart damals. Es ist ja da auch ein Kontaktabbruch und ich meine, ich bin jetzt gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Ja, also ich denke schon, dass Patrick oder Siggi hier auf dem Kanal aufschlagen werden. Ich würde mich freuen. Ich kommentiere auf ein altes Live, genau. Ich kommentiere auf ein altes Live. Das ist hier der erste Stream, den ich mit Siggi gemacht habe vor über 3 Jahren. Und wir machen das, damit wir einfach sehen, wie das Ganze angefangen hat auf dem Kanal, damit ihr hier spenden könnt, weil die beiden sind gerade raus. Siggi und Patrick sind heute entlassen worden und sind, glaube ich, gerade auf dem Weg nach dem Passat zu Immigration Office etc. Und darum habe ich heute den Stream hier reingeschoben, weil es einfach für mich eine wichtige Sache war. Ich in Bangli damals war vor 2 Jahren, habe versucht, Siggi und Patrick zu besuchen und muss, glaube ich, auch wirklich sagen, ich der einzige YouTuber in Deutschland oder auf der Welt war, der letztendlich Siggi, also gerade Siggi und auch Patrick, nicht aus den Augen verloren habe. Ich meine, die beiden waren jetzt die letzten 2 Jahre von der Bildfläche verschwunden und trotzdem habe ich Streams gemacht. Trotzdem habe ich Streams gemacht, habe Spenden gesammelt für Patrick und Siggi. Also muss man es auch erstmal machen, ja, weil ich einfach auch eine persönliche Verbindung zu Bali habe und wie gesagt, war damals ja auch im Knast von Bangli. Genau. Satya, bin gespannt auch, wie es weitergeht. Die beiden sind raus. Das wird noch interessant werden, was jetzt noch kommt von Siggi und Patrick. So, es ist folgendermaßen. Die Polizei schnappt dich. Du hast Beweismittel bei dir und du bist 5 Tage im Intensivverhör. In diesen Leute, fast 50 Leute im Chat, bitte spendet für Siggi und Patrick. 1 Euro bringt auch was. 1, 2 Euro, haut es ja. Jetzt zählt's. Also bitte spendet es mal für Siggi und Patrick. Ich meine, 1, 2 Euro tun niemandem weh. Gerne auch via PayPal. Siggi und Patrick freuen sich, die brauchen die Kohle. Ist auch eine Art einer Wertschätzung und dass wir sie nicht vergessen haben. Tagen, wenn du genug Geld hast und die anderen Umstände auch alle passen, kannst du es schaffen, dich da freizukaufen, was sehr teuer ist. Ich glaube, bei der Polizei kannst du schon 100.000 Euro hinlegen. Okay.
damit der ganze Fall weg ist. Ja. Das war natürlich überhaupt nicht drin. Mhm. Und dann alleine für die 20 Diazepam meiner Freundin haben sie dann 5.000 Euro genommen und dann durfte sie gehen. Und ich durfte nach diesen 5 Tagen in das Horrorzentrum. Das ist so eine Art Großraumgefängnis. Da gibt es zwar 2, 3 abgetrennte Räume, aber weil natürlich immer alles überall überfüllt ist, ist das offen. Es war Wochenende und jeder, der hier irgendwie Shabu raucht oder sonst was, da wird ja festgenommen. Shabu ist Crystal, muss man sagen. Genau, genau. Und dementsprechend waren sie alle wach und sind durch die Zellen gerannt. Und ich habe jetzt vieles weggelassen, aber das kann ich in der Kürze auch gar nicht jetzt erzählen. Wir werden uns noch oft unterhalten, Sigi. Komm erst mal rein. Irgendwo in der Ruhe. Mhm. Auf jeden Fall stand ich mit meinen furchtbaren Verteidigern vor der Tür dieses Gefängnisabteils und ich dachte, was ist das? Das kann von außen gesehen schon überhaupt nicht wahr sein. Das sind 60, 70, 80 Leute drin. Die stehen da alle rum. Es ist nichts zu erkennen, dass da irgendwie was Abgetrenntes wäre. Okay, dann wollten sie mich fertig machen zum Reinlassen. Keine Jeans, nur kurze Hosen. Okay, dann habe ich gesagt, ich habe aber keine kurze Hose. Was, sie kommen nach Bali ohne kurze Hose? Gut, dann müssen wir die Jeans abschneiden. Das können wir gerne machen, aber das ist so eine weite Jeans und ein Gürtel da. Also ich muss auch mal sagen, ich höre den Stream jetzt auch das erste Mal seit 3 Jahren wieder. Ja, ich habe viele Details auch vergessen. Also mit diesen kurzen Hosen abschneiden wusste ich überhaupt nicht mehr. Find's auch mega, dass wir ein paar Bilder von Sigi haben. Ja, und die sind natürlich auch ein bisschen älter jetzt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, meine Lieben. Ich denke, Patrick oder Sigi werden bald hier auf dem Kanal aufschlagen. Würde mich freuen. Aber spendet bitte weiter. Sigi und Patrick brauchen das Geld. Und 1-2 Euro tun euch nicht weh. Ja, nicht. Und wie immer, ich lege natürlich 10 Euro auch mit drauf. Habe ich bei jedem Spendenstream gemacht. So geht's nicht, weil die rutscht mir ja nur runter. Mhm. Dann haben sie halt noch ein paar Shorts organisiert. Ich bin dann da reingegangen. Dann wurde ich von dem, das ist ja kein Bild, von dem Gefängnislieder. Also es gibt überall, wo du bist, gibt es einen Gefangenen, der organisiert, der hat das Vertrauen und dem muss man halt folgen. Mhm. Und der erzählte dann halt, was du jetzt erstmal zu bezahlen hast für deinen Platz. Oh, okay. Und was alles sonst noch kostet. Und zuerst wollen wir dann mal auch Spaß 20 Liegestützen machen. Und dann, das ist einfach nur, damit sich jemand freut. Ich weiß gar nicht, was lustig an Liegestützen ist. Entweder man kann sie oder nicht. Aber das ist der Renner da. Ja, dann war die Einführung klar und klar. Annette, deine Spende via PayPal ist angekommen, wollte ich nur sagen. Dank dir. Auch. Ja, aber einen Platz gibt es gar nicht. Also du kannst da am Boden schlafen draußen. Genau wie die anderen und übereinander, untereinander, wie auch immer. Und das Alexander, Sigi hatte eine kürzere Strafe als Patrick. Also Sigi hat 10 Jahre bekommen, Patrick 15. Da er auch diese gleichzeitige Entlassung. Was jetzt die Interna sind, keine Ahnung. Wir werden es bald erfahren, denke ich mir. Aber Annette, deine Spende ist angekommen. Also bitte, meine Lieben, spendet über PayPal oder hier im Chat. Ich würde mich freuen. Und Sigi und Patrick natürlich auch. Also hauptsächlich Sigi und Patrick. Und ja, wir machen weiter. Ich habe mir vorgestellt, wir machen das mal noch 20 Minuten. Und da habt ihr Zeit, hier zu posten und zu spenden und vielleicht kriege ich auch noch parallel dazu über Telegram noch eine neue Updates rein. Telegram, den Telegram-Kanal würde ich dann auch wieder unter das Video hier packen. Von Sigi und Patrick. Von Sigi letztendlich. Dass ich daran dachte, das geht nicht, das kann nicht sein. Hier gibt es
nichts, was in irgendeiner Weise den Menschenrechten entspricht. Und dann war da ein Local, der hat gesehen, dass ich da so ein bisschen verwirrt bin und meinte, hey, you have to think it's a dream, otherwise you get crazy. Okay. Und da habe ich gemerkt, okay, die stecken das auch nicht einfach weg, weil das ist wirklich unbeschreiblich. Du bist da mit den ganzen Leuten zusammen. Es gibt insgesamt 2 Waschgelegenheiten mit Toilette. Und dann, ja, sonst gibt es gar nichts. Du hast nichts. Das Wasser, das du trinken kannst, wird von dem Geld bezahlt, was du abgedrückt hast. Das heißt, die Polizei bezahlt das Wasser nicht. Die bezahlen nur ein kleines bisschen Essen. Das ist dann so eine Handvoll Reis und ein paar so Fetzchen Hühnchen und eine viel zu scharfe Soße. Und dann wurde aufgeklärt, okay, morgens, je nachdem, wie die Sonne steht, auch so um 5 ist Wecken, Boden putzen, dann beten die Moslems, dann beten die Hindus, dann kann man was essen. Ja, und dann kann man schauen, dass man irgendwie den Tag rumbringt. Mhm. Weil man hat ja nichts dabei. Also selbst wenn du 50 Bücher hast, die hast du da drin eben nicht. Handys sind eh verboten, die kannst du nur dann wieder gegen Schmiergeld reinkriegen. Es gibt da einen Fernseher, den hat ein ehemaliger Gefangener gestiftet. Und es gibt Schach, aber das spielen alle. Mhm. Ja. Ich habe eine kurze Frage, Sigi. Jetzt geht es noch um die Polizeihaft. Du bist noch nicht im... Genau. Okay, das ist noch Polizeihaft. Okay, ja. Wo ist das? Ja. Also ich kenne mich in Bali ja sehr gut aus. Das ist in Den Pasar, nehme ich an. Ja, es ist in der Stadt, ja. Und das ist so eine Art interner kleiner Knast, wo dann die Leute erstmal geparkt werden? Naja, es ist so, die Station heißt Polresta und das ist so die Zentralstation. Da kommen eben die Leute hin, die im Umkreis festgenommen wurden und die vom Flughafen. Es gibt dann noch, wie heißt das andere, fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Es gibt noch 2, 3 andere Stationen, die sind woanders. Da kommen halt die hin, die in der Gegend verhaftet wurden. Und in diesen Häusern haben die eben auf Erdgeschossebene ja, ihre Gefängnisse eingerichtet. Und das sind halt, ja, es sind Gemeinschaftszellen. Also da ist, du schläfst da wirklich Körper an Körper. Da ist nichts mit Privatsphäre. 24 Stunden Kunstlicht, keine Bewegung, also nicht einmal am Tag raus. Ich habe schon vergessen, dass da alles so furchtbar war. Naja, und dann ging es ins Kropukan und da ging es ja dann eigentlich und dann sind sie ja nach Bangli gekommen, wo das eigentlich genauso furchtbar war. Also ihr habt ja, okay, Rachel, grüß dich. Danke, deine Spende für Sigi und Patrick ist angekommen via PayPal. Super, dank dir. Ja, und in Bangli war es natürlich dann auch die Katastrophe. Also das werden wir alles bald hören. Ich denke, die werden beide hier aufschlagen. Und dann werden wir hier mit Sigi und Patrick mal streamen. Über die 2,5 Jahre interessiert mich auch brennend. Ich meine, ich war ja in dem Knast. Die waren 10 Meter von mir Luftlinie entfernt und ich konnte sie nicht besuchen. War echt crazy. Also ich meine allein, dass man das Wasser bezahlen muss, ist ja auch schon der Hammer. Was es nicht gibt, ist Gewalt. Okay. Das muss man schon betonen. Von Seiten der Polizei aus meinst du? Ja, ja. Okay. Und auch die Häftlinge, die verhalten sich ziemlich ruhig. Aber dann fängt es schon wieder an. Ich hatte, glaube ich, in der Zeit, es waren 2 Monate, musste ich, glaube ich, 4-mal ins Krankenhaus. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ey, hallo, hier, ich habe das, dann ist die Frage, do you have money? Yeah, of course. How much? 1 million. 1 million sind ungefähr 80 Euro, ja, muss man sagen. Bisschen weniger, ja. 60, 70, so. Und, can we see it? Okay, ich zeig's euch. Okay, then we can go on. Also bringen sie mich ins Krankenhaus.
das eine Mal hatte ich, ich weiß immer noch nicht, wie man das nennt, da hat sich mein Muskel am Oberarm so verzogen, dass er nicht mehr da war. Mhm. Und es waren tierische Schmerzen. Das ist passiert, weil ich 3 Tage nicht schlafen konnte und dann so fertig war, dass ich einfach in irgendeiner Stellung schlief. Und naja, wir waren im Krankenhaus und sie stellt fest, you got a problem with your muscles. Mhm. Ach, und was ich auch mal krass fand, ich meine, ich habe ja eine persönliche Bindung zu Bali, weil meine Frau ist ja Balinese und ich kenne Bali seit über 30 Jahren. Und ich kann mich noch erinnern, bei meinem ersten Besuch in Bali 1996, das erste Schild, was einem entgegenspringt, ist halt Death Penalty für Drug Trafficking, also Todesstrafe für Drogenschmuggel. Und auch in meiner harten Crystal-Zeit war Bali, Indonesien, für mich immer eine Auszeit. Also ich habe da eigentlich immer regelmäßig entgiftet. Und mit Drogen war Bali für mich ein totales Tabu, weil ich hatte immer den absoluten Albtraum, da in den Knast zu gehen wegen, was weiß ich, einem halben Gramm Haschisch oder so, kriegst du ja auch 5 Jahre dafür, ja. Und fand das immer so beeindruckend und bewundernswert, wie Sigi mit diesem Schicksal umging. Ja, man hört ihn ja reden, es klingt gesetzt, es klingt akzeptiert, aber ich möchte mir gar nicht vorstellen, was das mit einem macht. 10 Jahre. 10 Jahre im Knast zu sein. 10 Jahre seines Lebens, tja, dort zugebracht zu haben. Wegen Eigenbedarf. Das ist schon heftig. Also, das kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich diese Streams hier höre. Schon Wahnsinn. Hab den Stream seit 3 Jahren auch nicht gehört. Also nochmal, bitte Leute, spendet für Sigi und Patrick, 1-2 Euro hier im Chat, via PayPal etc. Ist doch kein Problem, mach doch mal. Okay, das hast cool. Du ja auch gewusst schon, ja, okay. Ja, dann haben sie mir noch irgendwelche Tabletten dafür gegeben. Vor allem aber halt sowas wie Diclofenac, was halt gegen die Schmerzen hilft. Und na, die anderen Male waren ähnlich. Es geht halt alles einfach immer nur mit Geld. Und das war ja noch nicht mal Schmiergeld, sondern das ging darum, dass ich das Krankenhaus auch bezahle. Ja, und ich habe die ganze Zeit immer noch gedacht, okay, es waren 7 Gramm, aber bitteschön. Das geht zum Haftrichter und dann, ich habe keine Fluchtgefahr, dann bin ich normalerweise in Deutschland draußen bis zur Verhandlung. Mhm. Und selbst dort gibt es höchstens Therapieauflage. Mhm. Ja, aber die Zeit verging und es passierte nichts. Und irgendwann habe ich's eingesehen, okay, es läuft einfach bei jedem gleich. Du bleibst da 2 Monate, das ist Standard, bis die Polizei endlich ihre Investigation beendet hat. Und wenn du in diesen 2 Monaten nicht nochmal irgendwie Geld auftreiben konntest, um vielleicht die Beweismittel zu reduzieren, was natürlich viel ausmacht, dann geht halt der komplette Bericht an den Staatsanwalt. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob da 7 Gramm stehen oder 2. Also das heißt, entschuldige, wenn ich dich jetzt mal unterbreche. Ja. Das heißt, mit Geld kann man in der U-Haft, würde ich das mal nennen, seine Beweise, die gegen einen vorliegen, minimieren bzw. verschwinden lassen. Ja, genau. Also wenn du mal in der U-Haft selbst bist, verschwinden lassen ist dann, glaube ich, nicht mehr drin, weil du bist ja dann schon ein Fall. Aber ja, minimieren auf jeden Fall. Und wie gesagt, in den ersten 5 Tagen, wenn du genug Geld hast, kannst du den Fall auch wegkaufen, dass er nicht mehr existiert. Und da geht es aber um 100.000 Euro und solche Späße. Meine Lieben, ich bleibe noch 5 Minuten online. 5 Minuten noch Zeit in diesem Stream zu spenden für Sigi und Patrick. 5 Minuten noch bin ich online. Hier in diesem Stream für Sigi und Patrick könnt ihr spenden und dann heute Abend 19 Uhr wieder zu einem Drug Talk. Bei den ersten 5 Tagen, dass er verschwindet, denke ich, ist das so eine Größenordnung. Wenn es dann darum geht, die Beweismittel zu reduzieren, das ist dann weniger. Aber kommt halt darauf an, was es ist. Man muss jetzt den Zuschauern, entschuldige Sigi, Zuschauern natürlich jetzt auch mal erklären, dass Indonesien das Land 1 in der Korruptionsliste ist.
Ja, weil wir dürfen jetzt nicht von uns beiden ausgehen. Also viele Leute wissen einfach die Gegebenheiten in Indonesien nicht. Und Indonesien ist eben ein Land, was von Korruption verseucht ist, muss man ja sagen. Ja, absolut. Alles, überall. Es geht ja nicht ohne. Genau. Das wird erwartet, das gehört dazu, das ist Tradition. Die nennen das ja auch nicht Korruption, das ist Atensi, also eine kleine Aufmerksamkeit. Manchmal sind sie auch ein bisschen zu groß, aber naja. Okay, erzähl weiter, Sigi. Okay, wir waren bei den 2 Monaten. Dann habe ich irgendwann eingesehen, okay, keine Chance, ich bleibe ja auch 2 Monate. Aber das war jeder Tag oder... Ja, an jedem Tag fühlte sich jede Sekunde an wie Folter. Und irgendwann dachte ich mir, ey, hallo, der Turkey muss längst vorbei sein. Was ist denn das? Aber das ist ja ganz klar, du hast keine Bewegung. Du hast aber auch gleichzeitig keine Möglichkeit, dich mal auszustrecken, bequem zu machen. Du bist immer unter Anspannung. Dann sind da so viele Leute, es ist immer Geschrei. Du kommst da nie zur Ruhe. Und ich habe den Übergang gar nicht gemerkt von, ja, Turkey lässt nach, wird besser, okay, ist weg. Bis zuletzt hat sich das immer gleich angefühlt. Mhm. Einfach körperliche Schmerzen. Mhm. Man muss natürlich den Zuschauern jetzt sagen, ich grätsche mal ein bisschen rein, Sigi, ja. Man muss den Zuschauern natürlich auch erklären, dass du heroinabhängig warst. Und in dem Moment, wo du dann verhaftet wurdest und inhaftiert wurdest, du ja einen kalten Entzug durchgemacht hast. Richtig? Ja. Genau. Und davon erzählst du gerade. Und einfach auch, du hast überhaupt nicht gemerkt, wann der Entzug vorbei war, weil das gesamte Umfeld war massiv belastend, richtig? Ja, genau. Okay. Genau. Und ja, das war ja auch lustig. Und zwar, die haben da ja so eine, weiß ich nicht, Broschüre, Infoblatt, das ist das Gesetz. Da stehen halt die Drogen drin und da ist halt aufgeschlüsselt. Level 1 ist alles, was nicht therapeutisch eingesetzt wird. Das heißt, Marihuana, Kokain, Heroin, Crystal Meth, alles Level 1. Level 2 ist zum Beispiel dann Morphium, weil das wird auch gegen Schmerzen eingesetzt. Und dann bei 3 und 4, da weiß ich nicht mehr ganz genau, welches ist, aber das letzte nennt sich dann wie nennen die das? Du meinst so LSD Magic Mushrooms oder wie? Nee, eben nicht. Der Name ist total verwirrend. Also LSD ist natürlich auch alles eins. Ja. Psychotropika nennen die das. Psychotroph. Und das ist eben ein Barbiturate. Okay. Also eigentlich nur Medizin. Keine Drogen, sondern Medizin. Mhm. So. Und naja, ich hatte von allem ein bisschen was. Mhm. Und es hat sich da auch weiter nichts dran geändert, weil meine Verteidiger wirklich, die haben mich bis zur letzten Sekunde angelogen, aber die hatten mich zwischendurch auch angelogen. Und darf zwar, ich dich gleich was fragen? Ja. Hast du dann Pflichtverteidiger bekommen oder wie läuft das dann? Du würdest einen bekommen, ja. Ja. Meine Lieben, halbe Stunde waren wir jetzt online. Warum waren wir online? Sigi und Patrick sind heute entlassen worden. Das Interview ist von vor über 3 Jahren. Das ist das erste Interview mit Sigi gewesen. Das ist 3,5 Jahre her. Und ja, wie gesagt, also, ihr habt natürlich die Möglichkeit, über meinen PayPal-Account zu spenden. Link ist hier im Chat angepinnt. Ihr hattet die Möglichkeit, hier im Chat zu spenden. Ihr habt die Möglichkeit, in die Telegram-Gruppe zu gehen, die ich hier gleich unter das Video packe noch, um dort vielleicht auch mit Hannelore, Sigis Freundin, in Kontakt zu treten, um direkt auf ihr Konto zu spenden. Mir war es wichtig, dass heute bei dem großen Tag, 2 Tage vor meinem Geburtstag, am 3. April, ich habe am 5. April Geburtstag, am Freitag, da wird es auch einen Stream geben, by the way,
die beiden freigelassen worden sind. Und ich bin ganz gespannt auf News aus Bali. Ich würde für jetzt erstmal den Stream beenden, meine Lieben, habe noch ein paar andere Sachen zu tun. Und wir sehen uns heute Abend 19 Uhr wieder zu einem gepflegten Truck Talk. Mir war es wichtig, dass wir jetzt, wo die beiden raus sind, Sigi und Patrick, auf jeden Fall erstmal reagieren darauf. Wir haben Spenden gesammelt. Jenny, vielen Dank für die 100 Euro. Und vielen Dank auch an alle anderen, die via PayPal gespendet haben. Es gab 2 Spenden via PayPal. Und ja, ich freue mich auf euch heute Abend 19 Uhr und werde euch natürlich auch über Sigi und Patrick weiter auf dem Laufenden halten. Meine Lieben, habt erstmal einen schönen Tag. Bis heute Abend. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.